Willkommen zurück in Ravensburg bei unserem Graf Friedrich von Hohenstaufen, der ermordet werden soll. Gleichzeitig schmieden wir jetzt hier noch ein Bündnis mit unserem Freund und das funktioniert tatsächlich endlich. Unsere Diplomatie ist in der Hinsicht sehr gut ausgelegt. Wir hoffen, dass unser Ratsspitzel alles versucht, um uns zu retten. Aber am Ende des Tages werden wir das noch sehen. Ob das so funktioniert und ob wir gerettet werden. Die Reize von Hatto. Ich möchte etwas mit euch besprechen. Ja, um was geht es denn? Schauen wir doch mal. Na, er hat scheinbar nichts Besonderes mit uns zu besprechen. Jetzt warten wir gespannt. Gibt es einen Anschlag auf unser Leben? Oder kommen wir gut davon? Können wir endlich unsere Prachthochzeit stattfinden lassen? Wir sammeln ja immer noch Geld dafür. Ich habe Gutes über euch gehört und wäre an einem regelmäßigen Briefwechsel interessiert. Herzogin Mathilda von der Toskana. Wir vielleicht da auch ein Bündnis schmieden können noch? Ich glaube, wir können immer nur ein Bündnis haben, nicht wahr? Ihr habt schon ein vorgeschlagenes Bündnis. Ja, genau. Rahmt den Brief von Herzogin ein und hängt ihn in der Halle. Finde ich gut, das machen wir. Das machen wir. Massimiliano ist verstorben. Okay, Wildschwein in St. Gallen gesichtet. Die Feinde von Hatto. Meine Affäre Hatto stürmt in den Raum, löst eine Lampe, stößt eine Lampe um, setzt fast ein Kissen in Brand. Friedrich, ich bin mir sicher, dass ich verfolgt werde, schreit er mit panischer Stimme und zeigt hinter sich. Vor meinen Gemächern sind Männer herumgeschlichen und meine Sachen wurden bewegt. Das waren sicher nur Diener. Ich werde euch bewachen lassen. Ich sollte der Sache selbst auf den Grund gehen, Ratsspitzel. Das Komplott gegen Hatto wird aufgedeckt. Hatto verschwindet. Hatto könnte auch sterben. Meine Affäre wird von niemandem bedroht. Das Komplott wird aufgedeckt. Ihr haltet 10 Schrecken. Okay. 25%ige Wahrscheinlichkeit, Hatto wird euer Freund. Oder es kann nichts aufgedeckt werden. Meine Affäre wird von niemandem bedroht. So ist es. Die Verschlagenheit von Hatto. Meine Affäre Hatto und ich unterhalten uns gerade, als uns eine Nachricht von meinem Ratsspitzel Hatto erreicht. Was? Ein Moment. Der uns darum bittet, in den Kerker zu kommen. Dort in dem feuchten Eingeweihten meiner Feste steht Hatto zusammen mit dem Bürgermeister Hartwin, der in Ketten gelegt ist. Was? Hartwin? Das ist der Übeltäter, Herr, krächzt er. Es gibt keinen Zweifel. Es scheint, als hätte dir einiges zu erklären. Ich habe einen Grund. Hatto ist ein fähiger Agent. Es ist schon geschehen, okay. War kein Freund von Bürgermeister Hartwin mehr. Die Beteiligung von Hartwin an dem kompletten Mord von Hatto wird aufgedeckt. Er hat seine Lektion gelernt. Wer ist noch beteiligt? Ein weiterer Agent des Komplotts könnte enttarnt werden, kann ein Geheimnis entdecken, falls Bürgermeister Hartwin eins hat. Das kostet uns Frömmigkeit. Wir haben leider kaum Frömmigkeit, das wäre natürlich ein Problem. Seine Lektion gelernt. Hier scheint, als hättet ihr einiges zu erklären. Bürgermeister Hartwin. Nachfolger der Drache. So. Wir brauchen einen neuen Ratskanzler. Bürgermeister Hesso ist unser Verwalter. Wobei wir ja auch, glaube ich, noch wieder unseren guten Verwalter nutzen können. Unseren anderen guten Verwalter, den wir rausgeschmissen haben. Ignatius, es tut mir leid. Du darfst wieder als Verwalter dienen. So sei es. Was haben wir hier? Bürgermeister Hartwin auslösen? Nein. Hartwin, du bleibst jetzt erstmal im Kerker dafür, dass du meinen Hatto umbringen wolltest, mein Ein und Alles. Mit ihm habe ich so viel Spaß. Du darfst ihn nicht umbringen. Das ist Unrecht. Es wird nicht gestattet. So, aber wie es scheint, gibt es keinerlei Komplott mehr gegen uns. Hoffe ich jedenfalls. Mischkultur erschaffen. Ah ja, Herzog Ordolf haben wir weiterhin beeinflusst. Vielleicht sollten wir dann mal versuchen, noch den Kaiser selbst zu beeinflussen. Der ist gerade unterwegs. Oh, eine Freundschaft mit dem Kaiser ist scheinbar nicht sehr erfolgsversprechend.
Aufgeflogenes Geheimkomplott. Ah ja, es gibt tatsächlich immer noch die Chance, dass ich ermordet werde. Es ist aber aufgeflogen. Es gibt nur noch eine 5%ige Chance, aber 5% können auch in Paradox Todesurteile bedeuten. Nein! Unser Bündnis ist ausgelaufen! Unser Freund ist gestorben! Kurz nachdem wir Freunde wurden und das Bündnis geknüpft haben, ist er gestorben! Er war krank. Oh, nein! Ah, verdammt. Die Herzogin. Ah. Unterschiedliche Machtrang. Wobei die Herzogin sieht auch relativ schön aus. Vielleicht haben wir hier auch andere Möglichkeiten noch, außer die Freundschaft. Eine Verführung? Ah, erstmal nicht, aber vielleicht können wir hier eine Freundschaft starten. Ja, wir versuchen eine Freundschaft mit der Herzogin der Toskana. Vielleicht bekommen wir hier ein neues Bündnis. Oh, welch Pech, welch Trauer. Das gestohlene Fässchen. Ich habe diese beiden versteckt in der Speisekammer gefunden. Bertha und Hildeburg. Es scheint, ob mein Mündel ihre Mitverschwörung gedeckt hat. Sie haben ein ganzes Fässchen Met gestohlen. Bertha saß einfach nur da. Bertha wird maßvoll, ja. Soziale Manipulation mit Ignatius. Ihr haltet ein schwaches Druckmittel gegen ihn. Das machen wir mal. Eine Aufgabe, die er nicht lösen kann. Meister der Unterdrückung. Das hat funktioniert. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Bemerkenswerter Gast ist eingetroffen. Gerda von Ottokar, der überhaupt nicht kämpfen kann, aber im Kampfgeschick tatsächlich gar nicht so schlecht ist. Wie teuer wäre es, ihn zu rekrutieren? Pff, 175 Gold. Unter keinen Umständen. Eine Geschichte aus der Wildnis. Herzogin Mathilda ist wie ich begeistert von der Jagd. Wir haben da sicher so einiges zu besprechen. Das sollen wir tun, ja. Wir reden den ganzen Abend. Wir tauschen Geschichten aus und vergleichen unsere Erfahrungen über die Jagden. Sehr gut, das senkt auch meine Anspannung. Das Omen. Ein ansässiger Mystiker besteht darauf, mich zu sehen, und als er vor mich gebracht wird, fing er an zu wehklagen. Ist das Blut an seinen Händen? Die Zeichen! Die Zeichen stehen gut für euch, Fürst! Die Eingeweide deiner Hände und ihr Blut zeigen mir eure Zukunft. Sie ist glorreich. Oh, sehr schön. Das gibt uns einen Gesundheitsbonus. Gutes Omen. Sehr schön. So, ist dieses Mordkomplott endlich vorbei? Ja. Dann, meine Freunde, wir haben jetzt 300 Gold. Ich hoffe, dass das jetzt reicht. Ist jetzt der Zeitpunkt gekommen? Meine Frau ist schon 17. Es wird Zeit, dass wir endlich heiraten. Eine Prachthochzeit soll veranstaltet werden in Ravensburg. Wir planen sie. So sei es. Eine Hochzeit soll eine prächtige Feier der Vereinigung zweier Ehepartner, aber auch zweier Familien sein. Bluthochzeit. Ihr habt nicht den Vorzug fähiger Fälscher. Anspruch auf Gemeinden fingieren. Schaltet Artefakte schon frei. Schaltet Blutprachthochzeit frei. Okay. Fähiger Fälscher. Also, wenn man jemanden umbringen möchte, dann bräuchte man diese Blut Hochzeit, verstehe. Aber wir machen natürlich eine Prachthochzeit. Bestätigen. So, Reiseziel auswählen. Euer Hauptsitz. Ja, macht auch unser Hauptsitz, glaube ich, am meisten Spaß, oder? Am meisten Spaß, am meisten Sinn. Dies wird euer Gold erhöhen. Halt, das war jetzt. Hab ich das jetzt ausgewählt? Ich glaube schon. Andere Gäste. Wir haben sehr viele Gäste. Wir laden mal unser Glaubensoberhaupt noch ein. Weitere Verwandtschaft. Ich lade auch meine Rivalen ein. So. Oh, da sehen wir jetzt auch die Kosten. Die Frage ist tatsächlich, was soll es mir bringen? Ich selbst brauche aktuell keine Erholung mehr. Wir könnten tatsächlich versuchen, jemanden zu ermorden. Ist denn jemand dabei, den wir ermorden wollen würden? Ist mein Rivale dabei? Der Fuchs aus Apulien, Dänemark. Der Alte aus Barcelona, Pisa, Ansbach. Unser Herzog aus Schwaben. Aber was würde es bringen, wenn er stirbt? Dann würde sein Sohn an die Macht kommen. Ich glaube nicht, dass wir einen direkten Vorteil davon hätten, um ehrlich zu sein. Der Kaiser! Scheint auch unter den Gästen zu sein. Nee, ich glaube, ermorden wollen wir niemanden. Verführen. Naja, wir heiraten selbst. Und wir haben ja schon die ein oder anderen Verführungen. Das wäre natürlich verrückt, auf unserer eigenen Hochzeit jemanden noch zu verführen.
Diplomatie. Verkuppeln könnten wir also auch. Diplomatie. Eingeht ein Bündnis mit einem Charakter ein? Gute Idee. Sehen wir irgendwo, wie hoch unsere Erfolgschancen sind? Ich sag mal so, ein Bündnis mit dem jungen Kaiser wäre natürlich das Beste, was wir machen könnten. Ich meine, der Kaiser ist 26. 8000 Truppen bringt er aufs Feld. Aber ich glaube, wie war denn das? Wenn er unser Lehnsherr ist, kann er uns, glaube ich, nicht in internen Konflikten helfen, offiziell, oder? War das nicht so? Dann ist die Frage, ob wir nicht ein anderes Bündnis eingehen sollten. Polen, 4500 Truppen. Ja, Polen. Leider kommt scheinbar die Herzogin aus der Toskana nicht, weil das wäre natürlich auch eine sehr gute Möglichkeit gewesen. Versuchen wir ein Bündnis mit König Boleslaw dem Kühnen von Polen zu bekommen. Einverstanden. So, was haben wir denn hier? Akrobaten und Musiker. Parochiale und eifere Vasallen werden ihre Meinung über euch verbessern. Durchschnittliches Prestigezuwachs. Eigenschaftserfahrung. Eifrige Frohe Natur, Ruhmesjäger, höfische Vasallen werden ihre Meinung erhöhen. Erhöhter Prestigezuwachs. Also es bringt einfach mehr Prestige. Ja, okay. Dementsprechende Kosten. Speis und Trank. Meinungszuwachs aller Anwesenden. Ja, aber wir können uns, ehrlicherweise können wir uns hier nicht sehr viel mehr leisten. Ich glaube, wir müssen auf dem mittleren Standardniveau bleiben. Girlanden und Fackeln. Huldvoller Gastgeber. Monatliches Prestige. Ja, das wäre natürlich auch wichtig, aber auch hier können wir Silber und Gold leider nicht nutzen. Wildblumen. Verminderter Meinungszuwachs. Nein, wir nehmen mal das, die Mitte. Die gute Mitte. Ja. Gut. Brachthochzeit soll beginnen. Einverstanden. Reisen wir dort jetzt hin oder sind wir schon dort? Prachthochzeit von uns. Meine Braut und ich. Wir warten auf die Aktivitätsgäste. 7 Monate. Ein Komplott bei Hof. Schon wieder möchte jemand mich umbringen. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Nicht schon wieder. Wir wollen doch nur heiraten. Bitte bringt mich nicht um. Euer Vorsatz ist hier schon wieder Erholung? Nein. Diplomatie habe ich doch gesagt. Das ist der leider noch nicht da, der König von Polen. Dann versuchen wir mit dem Kaiser ein Bündnis zu machen, fürs Erste. Vielleicht können wir das ja nochmal ändern. Wie ihr seht, kommen da immer noch einige Gäste. Es dauert noch 6 Monate, bis diese riesige Prachthochzeit beginnt, denn die muss ja auch ordentlich vorbereitet sein, nicht wahr? Also wir haben es jetzt geplant. Jetzt warten wir auf die Vorbereitungen. 6 Monaten kann das Ganze losgehen, tatsächlich. So, Aktivitätsgäste, da fehlen immer noch einige. Kommen denn die alle angereist? Das wird uns, glaube ich, nicht direkt angezeigt. Ja, wir reisen natürlich nicht, weil es direkt in Ravensburg ist. Aber schaut mal, es gibt jetzt hier ein paar Zelte vor Ravensburg. Gibt es hier nochmal jemand Besseren? Nee. Aber vielleicht, wenn wir das mit dem Kaiser hinbekommen, das wäre doch schon was. Noch 4 Monate, wo wir warten. Ein flauschiger und exotischer Teppich. Da keinen Umständen, den werden wir am besten direkt wieder los und verkaufen ihn. Wir brauchen eh das Geld jetzt, nachdem wir so viel Geld für die Hochzeit ausgeben. Aber wir wollen die Zeit nutzen. Wir wollen feiern. Graf Tadomir, unser Gast. Gräfin Klinga, sie feiern mit uns. Bräutigam und Braut geben sich jetzt hier das Ja-Wort. Bald. Die Feier nimmt immer mehr Anklang. Ach, ist das nicht schön. Hoffen wir mal nur, dass wir nicht auf dieser Feierlichkeit ermordet werden, dass es keine rote Hochzeit wird. So, jetzt sind doch fast alle da. Ein unterhaltsamer Abend mit Herzogin Mathilda, noch vor unserer Hochzeit. Welch angenehme Person. Jede Menge Spaß, das ist doch schön. Jetzt schauen wir nochmal kurz, ob wir jetzt doch den König von Polen hier begrüßen dürfen. Immer noch nicht, leider. Aber solange der Kaiser da ist, freut uns das schon sehr. So, in 40 Tagen beginnt unsere großartige Hochzeit. Scheinbar will noch jemand mich umbringen aktuell. Wo habe ich mir denn die ganzen Feinde gemacht? Sind das jetzt drei? Ein Moment. Sind das jetzt 3 Personen, die uns umbringen wollen? Das wird mir wenigstens nicht angezeigt. Naja, gut. Wir genießen die Vorbereitungen. Jetzt geht es jeden Moment auch los mit den Hochzeitsfeierlichkeiten. Herzlichkeit. Feste Hand. Monatliches Prestige pro Schrecken. Ja, das passt nicht zu uns. Beeinflussungskomplottstärke wäre natürlich gut.
Jedes Bündnis gewährt plus eine Diplomatie. Ja. Traditionen. Titelschaffungskosten. Ihr könnt den Herzogs Eroberungskriegsgrund verwenden. Ah, verstehe. Das bringt uns aber nicht so viel. Schmeichler, Anfreunden, Komplottstärke. Freundlicher Rat. Schwierige Frage. Machen wir doch mal das. Jeder Freund gibt uns Anspannungszuwachs, geringerer Anspannungszuwachs. So, zurück zur Hochzeit. Möge die Hochzeit beginnen mit meiner wunderschönen Braut Maria, die jetzt 18 Jahre alt ist. Es ist immer ein schönes Gefühl, wenn ein Ereignis, das man so lange geplant und für das man so viel Geld ausgegeben hat, endlich eintritt. Alles ist vorbereitet, die Dekoration aufgebaut, die Gäste fangen zu plaudern an und die Dienerschaft huscht mit vollen Schüsseln durch die Gänge. Ich laufe aufgeregt und nervös umher, als meine zukünftige Ehepartnerin Maria in ihrem feinsten Gewand vor mir erscheint. Wir sind bereit, die Zeremonie zu beginnen. Ich kann es kaum erwarten. Da haben wir den Offizianten. Und unsere Gäste. Das Band zwischen ihr und Maria überwand die Gräben. Akzeptanz der Schwaben und Polen hat sich erhöht, wie es scheint. Interessant. Hochzeiten sind nur Politik. Ich stähle mich innerlich, während ich darauf warte, dass ich mich meiner zukünftigen Gattin anschließe. Nur Politik, sage ich es noch einmal vor. Wie schlimm kann das schon sein? Doch nichts hat mich auf jenen Augenblick vorbereitet, an dem ich Maria endlich das erste Mal sehe. Kein Porträt und keine Beschreibung könnten der Sanftmut auf ihrem Gesicht gerecht werden. Kein Dichter hat je eine Schönheit wie die ihre besungen. Die Zeit steht still, als sich unsere Blicke begegnen und alle anderen scheinen zu verschwinden. Dann lächeln sie mich an und ich weiß es. Alles wird gut werden. Könnt ihr der Mensch sein, auf den ich gewartet habe, Maria? Oh, sie wird tatsächlich unsere Seelengefährtin. Scheint eine glückliche Wahl gewesen zu sein. 1001 Nacht, erfolgreich gestaltet. Wir fanden unsere Seelengefährtin. Ist das nicht schön? Ihr habt 25 Diplomatie-Lebenswandel bekommen. So, der Kaiser. Ich bin froh, dass ich meinen Dienstboten gesagt habe, sie sollen auf die Ankunft von Kaiser Heinrich achten. Denn mitten in den Hochzeitsvorbereitungen wäre sie mir ansonsten wohl entgangen. Stattdessen stehe ich stolz in meinem besten Gewand und umgeben von meiner Ehrengarde in der Mitte des Innenhofs, als Heinrich eintrifft. Ich bin hoch erfreut, euch begrüßen zu dürfen, mein Kaiser. Ich bin mir sicher, dass euch meine Gastfreundschaft zusagen wird und dass euch all die Wunder beeindrucken werden, die mein Reich zu bieten hat. Lasst mich euch die Gärten zeigen. Würdet ihr gerne die Vorbereitung für den Veranstaltungsort sehen? Ich hoffe, ihr werdet die Zeremonie genießen. Das kann sehr gefährlich sein. Wir können sehr angespannt werden, wenn das nicht klappen würde. Kaiser Heinrich würde 20 Beziehungen gewinnen. Hier würde er nur 5 Beziehungen gewinnen. 60 zu 40 Chance. Da ist mir das Risiko, glaube ich, zu hoch, dass es dem Kaiser nicht gefällt. Ich hoffe, ihr werdet die Zeremonie genießen, mein Kaiser. So machen wir das. Sie will mir immer die Hand reichen, die werte Maria. Ha. Der Kaiser macht... Oh, ein königliches Geschenk! 80 Gold vom Kaiser! Ich danke euch, eure Majestät. Danke euch, eure Majestät. Sehr zuvorkommend, das Ganze. Das freut mich doch. Betrada Vettin, meine... Oh mein Gott, das ändert alles. Meine bisherige Verlobte, Betrada Vettin, die ich kurz bevor sie erwachsen wurde, weggeschoben habe, wo ich das Verlöbnis weggenommen habe. Sie versucht, mich umzubringen. An meiner Hochzeit! Das ändert alles. Um Himmels Willen. Haben wir eine Chance, sie zu ermorden? Würden wir das tun? Nein, das würden wir, glaube ich, nicht tun. Wir konzentrieren uns auf unsere Hochzeit. Wir haben nur noch Augen für Maria. Ihr tut mir leid. Graf Berthold erzählt mir, wie ein Eheleben so aussieht. Ein kaltes Bett und ein misstrauisches Eheweib.
die einem auf ewig die Freude raubt. Wie bei mir und Sophie, grummelt er. Ui. Graf Berthold, der 26-Jährige mit der 33-jährigen Sophie aus Zähringen. Sollte meine Ehe mit Maria wirklich so aussehen? Maria ist perfekt für mich. Selbstbewusster Bräutigam. Oh, wir könnten auch kalte Füße bekommen. Macht euch um mich keine Sorgen. Ich habe meine Steckenpferde. Okay. Ach bitte, ich weiß alles über die Ehe. Wird es wirklich so schlimm? Maria ist perfekt für mich. Verdammt, ich habe kalte Füße bekommen. Ihr fürchtet, dass Maria nicht zu uns passt. Oh nein. Dementsprechend sind wir etwas angespannt wieder. So, und jetzt? Dobrodina ist überglücklich über die Menge an Nachspeisen. Das freut mich doch. Die Zeremonie verlief wie im Flug. Ich kann mich kaum noch an all die Schritte, Rituale und Segnungen erinnern, die ich durchlaufen muss. Doch nun ist endlich die Zeit für das Gelübde gekommen, das unsere Ehe besiegeln soll. Will ich wirklich den Rest meines Lebens mit Maria verbringen? Ja, ich will. Oh, Ravensburg bekommt erhöhte Entwicklung und Volksmeinung wegen dieser Prachthochzeit. Wir bekommen Bekanntheit und Frömmigkeit. Ich will, Maria, ich will. Beginn des Hochzeitsbanketts. Als die Zeremonie zu Ende ist und wir alle zum Bankett gehen, lächle ich insgeheim vor mich hin und stelle mir die Freude vor, die mein Eheleben mit Maria mit sich bringen wird. Nicht jeder hat das Glück, einen so liebevollen Menschen zu heiraten. Ich möchte, dass alle an meinem Glück teilhaben. Sie sollen alle nur ordentlich zulangen. Guten Appetit, Freunde! Esst, trinkt, feiert! Armeda erzählt einen fantastischen Witz über Peitschen. Das Bankett als solches wirkt ein wenig unspektakulär auf mich. Keine beeindruckenden Wandteppiche oder Tischdecken. Feines Gold hat hier keinen Platz und große Edelsteine auch nicht. Als ich durch das Fenster schaue, erscheint mir der Nachthimmel irgendwie inspirierend. Dort draußen gibt es das weiße Wild. Frei streift es durch unsere Wälder und versteckt sich zwischen den Bäumen. Eines zu jagen, eine ruhmvolle Tat. Vielleicht könnte ich einfach eines unserer gewöhnlichen Tiere weiß anmalen, einen Hirsch. Wie sonst könnte ich meine eigene Hochzeit gewichtiger gestalten? Ich muss mich sputen und Diener sagen, dass sie sofort anfangen sollen. Das wird euch helfen, das Bankett die Bekanntheit zu erlangen, doch ein aufmerksamer Gast könnte Verdacht schöpfen. Je geselliger, feierfreudige, trinkfeste, tapfere, jagende oder galante Gäste. Also jeder von denen bekommt 20 Meinungen. Oder das Risiko ist hoch. Nein, wir sind doch gesellig. Ich muss mich sputen und den Dienern sagen, dass sie sofort anfangen sollen. Streicht den Hirsch weiß! Streicht ihn weiß! Ein erweckter Verdacht. Blass leuchtet ein Tier im Mondlicht, als es die Halle betritt. Das Fell getaucht in ein unnatürliches Glühen. Ja, fast ein phosphoreszierendes Fieber. Die Täuschung ist dazu perfekt. Ein Wunder! Ehrfürchtig stehen die Gäste auf. Sie nähern sich schnell dem Tier, wagen jedoch nicht, es zu berühren, denn seine Art ist heilig. Doch ich entdecke Mystchenjew in der Menge, der ungläubig die Augen verdreht. Ja, seht ihr denn nicht, dass es nur Farbe ist? Man will uns wohl alle für dumm verkaufen. Keinen Sinn, die Scharade fortzusetzen? Oder wie könnt ihr es wagen, an meinem Festtag an mir zu zweifeln? Vorsatz ist erreicht, ihr schließt euren Vorsatz Diplomatie ab. Das versuchen wir. Ihr habt uns getraut. Wie könnt ihr es wagen, an meinem Festtag an mir zu zweifeln? Er stimmt uns widerwillig zu. Sehr gut. Ihr habt ja recht. Ihr habt ja recht, Graf. Es tut mir leid. Natürlich ist es ein heiliges Tier. Ah, es gibt etwas Herzliches als ein gutes Festmahl. Scharen von Gästen überall, die essen und sich unterhalten, während das Fackellicht fröhlich an den Wänden tanzt und Licht wie Gelächter die Halle überfüllt. So viele Gelegenheiten zu reden, sich zu treffen, Dinge zu besprechen und zu planen. Jede neue Unterhaltung ist der Samen eines neuen Ziels, jedes Gericht ein Vorwand, neue Bande zu knüpfen. Manchmal ist es einfach schön, sich zurückzulehnen und die einfachen Dinge im Leben zu genießen. Alle Gäste, die mindestens die Eigenschaft mit euch gemeinsam haben, gewinnen 20 Meinungen. Eine Gelegenheit, mit den Großen und Guten gesehen zu werden. Tja. So oder so, ich meine, wir haben aktuell keine Anspannung. Eine Eigenschaft mit euch gemeinsam haben. Da wäre schon zum Beispiel jemand, der stur ist. Wie sieht es denn beim Kaiser aus? Hat er irgendeine Eigenschaft mit uns gemeinsam? Ja, er ist auch stur. Na, schau an. Dann machen wir doch das. Ich mag die Leute, unter die man sich hier mischen kann. Jetzt überprüfen wir mal, ob wir dann wirklich... Wir haben gerade 60 Beziehungen zum Kaiser. 80 Beziehungen zum Kaiser. Das hat funktioniert. Sehr schön, der Kaiser mag uns.
noch 50 Tage, bis das Hochzeitsbankett endet. Ihr erweitert ein Netzwerk von Bekannten. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ihr bekommt Blumen von Gerlach, von Ottokar. Das gesamte Essen überstellt dich fest, wie leicht ich mich in einer Unterhaltung mit Gombau hineinziehen lasse. Er vertritt einige sehr spannende Ansichten, reißt die allerbesten Witze und wir haben anscheinend so viel gemeinsam. Wann immer ich eine Begebenheit zum Besten gebe, lauscht er aufmerksam und macht stets zur passenden Zeit die richtigen Anmerkungen. Wer hätte geahnt, dass ich bei dieser Hochzeit auf derart angenehme Gesellschaft treffe? Oh, Gombau wird unser Freund. Ja, gerne. Ich genieße die Gesellschaft von Gombau wirklich sehr. Ein weiterer Freund in unserem Leben. Karawanenführer von Herzog Ramo. Mathilda hielt inne, um unseren Veranstaltungsort zu bewundern. Das ist doch schön. Laden wir doch mal den guten Gombau, unseren Freund, an den Hof ein. So, was haben wir jetzt hier? Der Festsaal ist ein Meer an Farben, Düften und einzigartigen Anblicken. Nur die allerseltensten Stoffe und Blumen fehlen. Herzog Richard und Herzog Robert, die neben mir sitzen, tun ihre Meinung kund. Vielleicht etwas viel wahllos zusammengewürfelter Tand, sinniert Richard. Doch genau das gefällt mir. Vielleicht ist bei solchen Anlässen... Vielfalt ist bei solchen Anlässen immer wichtig. Es wird zu viel Verschwendung zur Schau gestellt, als dass man die Ausstattung respektieren könnte, schnaubt Robert. Andererseits aber auch nicht genug, um sie wirklich zu genießen. Eine Enttäuschung. Also Herzog Richard ist positiv. Herzog Robert ist nicht gerade positiv überrascht. Wir können einer Freundschaft mit einem der beiden näher kommen. Na, Herzog Robert wäre natürlich super. Richard oder Robert? Hier bekommen wir 100 Verwaltungslebenswandelerfahrung. Das ist nicht viel. 500 Kriegsführungslebenswandelerfahrung. Das wäre doch was. Oder mischt euch nicht ein. Robert hat recht. Das ist einfach nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Vielleicht können wir hier auch eine Freundschaft gewinnen mit Robert aus Hautville. Sehr schön. So, einen Moment. Es gibt gerade 3 Mordkomplotte gegen mich, die alle aufgeflogen sind. Um Himmels Willen, wer will mich denn alles umbringen? Erweitert das Netzwerk von Bekannten. Sehr schön. Wahrlich ein Spektakel. Eine prächtige Schar von Musikern, Gauklern und Schauspielern sorgt für Abendunterhaltung und zieht die Gäste in ihren Bann. Herzog Richard und Herzog Robert, die neben mir sitzen, tun ihre Meinung kund. Genau die richtige Anzahl an Darstellern, nicht mehr und nicht weniger, bemerkt Richard trocken. Angeber kann ich nicht leiden. Pah! Wir sind so viele Schauspieler, als dass man die Sparsamkeit des Gastgebers loben könnte, aber auch zu wenige, um von seiner Freigebigkeit beeindruckt zu sein, klagt Robert. Schon wieder Robert? Herzog Robert wird unser Freund. Ich gebe ihm recht. Als die Darsteller angeheuert hatte, hatte ich mir das auch anders vorgestellt. Wir haben jetzt tatsächlich einen Kriegsführungsvorteil bekommen. Kann ich den überhaupt klicken? Geringere Kriegskunstkosten. Oh, Kontrollezuwachs ist auch wichtig. Oder unser eigenes Kampfgeschick. Ich bin ehrlich, ich will natürlich auch bei Turnieren wieder mitmachen. Aber Kriegsgrundkosten ist auch wichtig, dass wir Geld sparen. Vielleicht sollten wir einfach dann mal von der Diplomatie auch nochmal ein bisschen in den Kriegsbaum wechseln bei Gelegenheit. Zurück zur Hochzeit. Mathilde hat hier den Veranstaltungsort bewundert, okay. Ich weiß, meine neue Gemahlin Maria... ich weiß, dass die Familie meiner Gemahlin Maria erwartet, dass ich Zeit mit ihnen verbringe, doch mein Freund Gombauern... bannt mich. Ich merke wohl, wie Dobrodjena beginnt, mich anzustarren, aber wann immer ich mich verabschieden möchte, entfacht Gombaum von neuem mein Gelächter. Haha. Welch Freund er ist. Er könnte sogar zum besten Freund werden. Oder, Dobrodjena Opolan wird unsere Freundin. Lasst uns hinausschleichen, auf dass wir ordentlich reden können. Ihr haltet die Eigenschaft Vertrauensperson. Das fände aber Dobrodjena nicht so gut. Indem er seine Widrigkeit mit einem engen vertrauten Teil ist ihm gelungen, sein Leben viel besser in den Griff zu bekommen. Nun, dagegen sollte er nichts sprechen.
Lass uns hinausschleichen, dass wir ordentlich reden können, mein Freund. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. So, weiter geht es. Jetzt ist das Bankett zu Ende. Das Hochzeitsbankett. Jetzt geht es natürlich noch weiter. Das Festball geht langsam seinem Ende entgegen. Alle sind satt und müde, doch für Maria und mich ist das Fest noch nicht vorbei. Eine Prozession von Gästen begleitet uns zum Schlafgemach, denn eine Ehe ist nur dann gültig, wenn sie auch vollzogen wird. Es wird Zeit. 30 Tage sind wir jetzt zusammen im Bett und gehen nicht heraus. Herzog Robert lobt unsere Bemühungen. Sehr schön. Ist jetzt auch mein Freund. Das Feuer unter dem Rost schwindet dahin und ich starre schweigend in die erlöschenden Flammen. Das Licht, die Wärme, Gräfin Maria sucht nach etwas in ihrer hölzernen Truhe und ich wende den Blick von den Flammen ab, um sie anzusehen. Friedrich, sagt sie und hält mir ein kleines, in Seide eingeschlagenes Päckchen entgegen. Dies hier habe ich aufbewahrt, seit ich von unserem Verlöbnis hörte, und ich biete es euch nun als Zeichen meiner Liebe an. Dies verleiht einen Bonus für Liebesdinge, Komplotte gegen Maria. Ihr werdet Eigentümer von Hochzeitsgebetsbrosche? Oh, wow. Ich habe etwas für euch. Verführung. Okay. Anspannung haben wir sowieso keine. Eigentlich habe ich auch etwas für euch. Eigentlich? Ich habe auch etwas für euch. So ist es. So ist es. Abschluss. Dann wird jetzt die Hochzeitsnacht vollzogen. Gräfin Maria ist von uns beeindruckt sogar. Als das Bankett seinen Höhepunkt erreicht, wird klar, wie ängstlich Maria angesichts des bevorstehenden Beilagers ist. Meine neue Gemahlin wendet sich zu mir, als die Prozession in Richtung unserer Gemächer zieht und fleht inmitten all des Geschreis und Trommelschlagens. Bitte, geht es denn nicht ohne das hier? Dieses Zimmer soll nur uns selbst gehören. Privates Beilager. Würde uns für 5 Jahre Diplomatie schmälern. Die anderen Zeugen würden Meinung verlieren. Komm, Schatz, alles wird gut. Ja, wir könnten sie scheinbar überzeugen. Ist halt nicht albern, das ist Tradition. Probieren wir es noch damit. Komm, Schatz, alles wird gut. Maria gibt nach. Sehr schön. Wir haben ja auch schon exzellente Beziehungen. Sehr gut. Kuno Salia erzählt einen fantastischen Witz über glattpolierte Stöcke. Glattpolierte Stöcke. Sie ist schwanger, das Schicksal meines Gut mit mir, meine Gemahlin Grafin Maria, trägt ein Kind unter dem Herzen. Von der Hochzeitsnacht. Nachdem der letzte Gast endlich den Saal verlassen hat, sehe ich mich um. Essensreste, Lachen von Wein auf dem Boden. Lachen von Wein auf dem Boden. Der Nachthall von Gelächter, der noch in der Luft liegt. Ich bin zufrieden. Was für ein wundervoller Tag. Und ich habe ihn ausgerichtet. Erfolgreiche Vorsätze, Diplomatie. Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Ihr habt Gräfin Maria geheiratet. Ihr habt 800 Prestige erhalten. Das hilft uns doch. Ich habe huldvollen Gastgeber für 20 Jahre bekommen. Oh. Ihr habt 20 Gold nochmal erhalten, wieso auch immer. Prächtige Hochzeit abgehalten. Jeder Gast hat 20 Meinungen erhalten. Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Danke. Lebt wohl. Lebt wohl, meine Freunde. Jetzt ist also alles vorbei. Jetzt ist also alles vorbei. Schön. Schön, schön, schön. Wir müssen auf jeden Fall in Zukunft noch ein Prachtturnier abhalten, aber das kostet noch Gold und da möchte ich doch durchaus ein bisschen mehr Gold zur Verfügung haben. Wir sind aber jetzt wieder hervorgetan, das heißt, wir können auch wieder Kriege führen. Unser nächster Krieg gegen Hohenburg steht natürlich bevor und ich bin schon sehr gespannt auf, nun, das Kindelein, was meine Maria erwartet. Ich überlege gerade, was wir hier erstmal weglegen möchten. Fruchtbarkeit, Prestige. Ich meine, jetzt sieht es ja prestigetechnisch wieder gut aus. Nehmen wir mal die Hochzeitsbrosche. Die würde auch unsere Frömmigkeit noch ein bisschen erhöhen. Sehr schön. Dann war das die groß angekündigte Hochzeit zwischen mir und Maria, die jetzt schwanger ist. Sie erwartet seit 2 Monaten ein Kind. Und wir sehen, wie es mit der Dynastie von Hohenstaufen weitergeht beim nächsten Mal. Bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen.